vom Stern. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch. Aber großartig, kann man hier irgendwie großartig abkürzen oder sowas? So, zack. Ui! Das war... Okay, keine Ahnung, was Peach da gerade gemacht hat. Das war verdammt knapp gerade. So, zack. Und zweiter, und das sollte eigentlich reichen. Yoshi ist dritter. Yoshi ist nicht dritter. Yoshi ist fünfter. Das heißt, wir haben tatsächlich mit mehr als nur Glück und Verstand den ersten Cup hier abgeschlossen. Weil wir mit 2 Punkten einfach mal vor Yoshi sind. Und das reicht mir tatsächlich auch schon. Da sind wir. Also so wird es halt die ganze Zeit jetzt laufen. Einfach nur, um ja, einfach mal Super Mario Kart zu spielen. Ich hatte es oder so schon vor, privat zu spielen. Dachte ich mir, ja, hey, komm, schmeiß die Aufnahme an. Das ist jetzt kein großer Aufwand, muss man dazu sagen. Irgendwie das Game hier mit aufzunehmen. Und euch halt zu präsentieren auf dem Kanal. So, wieder mit Mario. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist es auch... wollen wir mal Donkey Kong nehmen? Zurück. Ist Donkey Kong vielleicht sogar die bessere Wahl? Wir spielen mal Donkey Kong. So, Flower Cup. Mal gucken, ob der jetzt vielleicht ein bisschen besser ist. Mal gucken. Okay, also den Start haben wir schon mal komplett verpennt. Kann natürlich auch sein, dass Donkey Kong ein bisschen besser in eine Kurven ist. Lukas jetzt. Das ist hier vielleicht... Alter, werde ich da... Oha. Okay. Also... Zack. So, ah. Kleine Dünen, oder was? Über die wir fahren. Okay. Das erklärt natürlich dann so einiges. Vierter. Wie gesagt, immer der dritte ist angepeilt. Oder halt besser. Wie gefühlt bei jedem Arcade-Racer. Ich dachte auch. Dingens. Nein! Werden wir halt irgendwann mal machen. Cruisen USA. Und auch da ist halt der Dingens angestrebt. Erster! Jawohl! Ich habe keine Ahnung, wieso Tod sich da als erstes gedreht hat. Erst sauber. Ja, auch da ist natürlich halt irgendwie den Cup und sowas schaffen. Bei Mario Kart 64 wird es wahrscheinlich auch so sein. Irgendwie einen Cup schaffen auf Double Dash. Da komme ich, glaube ich. Müsste ich mich erstmal wieder ein bisschen einfahren, muss man dazu sagen. Aber ich, Double Dash ist so damals das Spiel, was wir neben Crash Team Racing halt ultra gesuchtet haben. Mario Kart 64 halt nicht. Das war halt immer so unsere... Ach, Reverse, okay. Da waren wir doch mehr in Crash Team Racing unterwegs. Muss man dazu sagen. Und... Double Dash war halt nachher dann doch später ein bisschen mehr unser Ding. Beziehungsweise mehr das Mario Kart, das uns mehr Spaß gemacht hat als Mario Kart 64. Hätte wieder seinen komischen neuen kleinen Minimasch. Ich halt auch nur Münzen. Ja, Münzen sind ja okay, dadurch fahren wir ja schneller. Das ist natürlich mega unlucky. Obwohl. Können wir vielleicht sogar auch als klein... Ne, okay, never mind. Ich wollte sagen, vielleicht sogar als kleinen Vorteil auslegen, dass wir hier ein bisschen mit mehr Gas durchheizen können, aber nee. Oh, die springen da rüber. Macht natürlich
tatsächlich auch sehr viel Sinn. Und hier haben wir dann jetzt auch schon mein Gott. Unser erstes Leben, was wir aufbrauchen. Okay. Das heißt, wir werden hier einmal kurz mal wieder safen. Das ist so komisch. Die Dingens. Zack. Weil mit B gibt man hier Gas und bestätigt alles. Und original ist es ja der A-Knopf. Ich glaube, ich werde beim nächsten Mal wieder Mario oder irgendeinen anderen Fahrer nehmen. Und nicht so wirklich klar. Also eben, mein Gott. Eben, das war halt mehr Glück als Verstand. So, auch ein neues. Vor allem, das was halt einen irritiert, erstens, dass ich halt schon wie Achter bin. Ja, Prostmals halt. Halt dieses Schlittern, das ist halt ab einem bestimmten Punkt das Kart so dermaßen nach außen schlittert. Und ich mit dem Driften hier so gar nicht klarkomme, wenn ich ehrlich bin. Zack, 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 zack. Rum, rechts rum. Kurz mal die Feder einsetzen. Also das Item der Feder verstehe ich hier in dem Game so überhaupt nicht, wenn ich ehrlich bin. Ja, komm. Können wir eigentlich schon neu starten. Zack, zack. Können wir eigentlich sofort direkt neu starten. Das bringt es einfach nicht, da weiter zu fahren. So. Nee. Kann man sich auch mit dem Gas hier komplett vertun? Das ist halt so die Sache, man. Ich habe keine Ahnung von dem Game. Wer hier der beste Charakter ist, gibt es hier auch den besten Charakter? Auf jeden Fall ist hier gefühlt wichtig, die 100.000 Münzen einzusammeln, dass wir einfach den Speed kriegen. Ich glaube, ich habe mir hier auf dieser Strecke mit Donkey Kong keinen Gefallen getan, so gar nicht. Aber da müssen wir jetzt durch. Oh, siebter. Trotzdem nur noch drei Plätze. Wäre tatsächlich möglich, die entspannt fortzufahren. Dazu muss das Game halt nur mal so jetzt nicht gönnen. Einfach mal. Nein, nein. Gescheit mit Dingens gönnen. So auch nicht. Ja, nee. 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 Also das nehmen wir jetzt natürlich so hin, ne? Andere war ja schon absehbar, da hätten wir die drei Runden auch nicht fahren müssen. Oder nicht fahren brauchen, so Retry. Mal gucken. Vor allem, die sind wir gerade in Runde 2 und 5. So. Ja. Wir haben aber auch gefühlt so null Glück, ne, mit den Items. Bin der Meinung, dass das doch in den späteren Mario Kart Teilen auch nochmal verbessert wurde. KI ist ja auf jeden Fall reinste Abfuck. Naja, guckt mal. Wenn ich denn jetzt nicht überall hängen bleiben würde. Und runterfallen würde, da kriegt man schon einen Blitz. Ein mega geiles Item, was einen echt sehr viel bringt. Zum Vorfahren. Und ich vermassel's denn noch. Massivst. Oh. Zack, zack, zack. Ah. Ah, ich habe keine Ahnung, ob ich da gerade wirklich richtig gedrückt habe. Aber ich glaube, da hatte ich gerade, glaube ich, die Bremse zumindest gedrückt. So. Ja, zweiter ist halt. Ah, ganz links wäre. Oh, unlucky. Wieso? Kriegt Luigi auf dem zweiten Platz einen Stern?
Wieso? Nein. Ey, wie kann man denn bitte... Jetzt knickelige ich mich auch noch die ganze Zeit. Ja, ich weiß, ich war kacke. Ich hätte es heimfahren können. Aber wieso kriegt Luigi auf dem zweiten Platz einen Stern? Schrägstrich dritten Platz. Und ich nix. Zum Verteidigen. Oder vorher halt auch nicht. In den Runden. Wird man hier schon wieder durch die Gegend gebumselt. So. Ja, da hinten außen rumfahren. Das kostet halt auch nur Plätze. Jetzt auch nicht so das, was jetzt unbedingt gewollt wird. Oh mein Gott, ey. Pilz. Auch nicht so das, was ich unbedingt möchte. Möchte einen Stern. Nicht runterfallen. Kann? Okay. Ich wollte gerade sagen, kann Donkey Kong überhaupt hüpfen? Ja, kann er. So, siebter. Mit einem Blitz wäre alles easy. Was kriegen wir? Natürlich. Schmutz. Mein Gott. Ja, ich weiß, ich bleib an jedem Ding hängen. Aber das meine ich nämlich. Warum? Warum sind die Items teilweise so scheiße? Sehe ich nicht. Oder kriegt der Spieler extra schlechtere Items, dass er sich anstrengen muss? Guck mal, ich bin Letzter. Was krieg ich? Ein Pilz. Was soll ich mit einem Pilz? Ich fall doch hier nur wieder runter irgendwo. Sag ich ja! Ist das ein Schmutz? Ich hab mir mit dem Game definitiv keinen Gefallen getan, ne? Eine Feder. Was soll ich mit der Feder? Wird gleich überrundet. Das kann doch nicht wahr sein, Mann. Wird halt überrundet. Ich glaube, ich wurde in Mario Kart noch nie überrundet. Bären. Dass ich halt schön runterfallen kann, ne? So, zack. Haben wir jetzt Blitz? Bären. Oh, zack. Zack. Da sind wir schon, haben wir zumindest aufgeholt. Hey, noch ein Stern. Wieder Achter. Ach! Mein Gott! Das kann es doch nicht geben. Nein, also beim nächsten Mal nehme ich Donkey Kong nicht. Na gut, da habe ich den Start verkackt. Ich wollte es einfach mal probieren. Kann doch nicht sein, das ist die zweite Strecke. Dass wir an dieser ollen Strecke jetzt festhängen. Kann doch nicht wahr sein. Bleib halt wieder hängen. Ich hatte einmal die Chance. Und ich nutze sie nicht. Mein Gott. Ich kann, glaube ich, schon wieder neu laden. Ja, komm. Das bringt sonst nichts. Ich muss von vornherein einen sehr, sehr guten Start haben. Aber ist es überhaupt mit Donkey Kong möglich? Nein, ist es wahrscheinlich nicht. Warum? Weil er einfach... Ja...